Oper ist eigentlich abends. Oper ist so gut wie immer auf einer Bühne. Und Oper gehört zur Oper, gehört ein großes Orchester. All diese Glaubenssätze wirft Musik auf Rädern über den Haufen. Und so haben vier Sänger und ein Streichquartett heute den Freischütz gegeben auf dem Krefelder Schwanenmarkt. Und unser Reporter Peter Rüben, der sagt uns jetzt, ob das funktioniert hat. Wir winden dir den Jungfernkranz aus veilchenblauer Seide. So war das damals. Die Brautjungfern haben vor einer Hochzeit in fleißiger Handarbeit den Brautschmuck gefertigt und nicht wie heute sich bei einem Junggesellinnenabschied so richtig die Kante gegeben. Trotzdem waren das nicht nur rosige Zeiten. Man hatte damals noch relativ häufig mit dem leibhaftigen Teufel zu tun. Mit dem geht nämlich der Jägerbursche Max einen Pakt ein, um Agathe, die Tochter des Försters, zu bekommen. Die teuflischen Freikugeln, die immer treffen, sollen ihm bei der Schießprüfung den entscheidenden Vorteil verschaffen. Viele Zuschauer wussten von der Aufführung, andere nicht. Die einen finden es seltsam, die meisten hören aber gebannt zu. Etwas völlig Neues und deswegen schön überraschend und wunderbar. Mir gefällt es sehr gut. Sie haben sich aber hier eine schöne Loge gebaut, ne? Ja, ja. Man sieht ja, in der Sonne ist es viel zu warm, die Leute kommen. Und Sie sind nicht zufällig hier, ne? Nein, nein, nein. Wir haben das geplant mit den Stühlen, mit dem Sonnenstand, dass wir im Schatten hier die ganze Vorstellung sehen. Das ist perfekt fantastisch organisiert. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. War auch interessant, deswegen sind wir hier hingekommen. Aber nicht deine Musik. Nee. Die Künstler kennen die Bühnen der Opernhäuser in Düsseldorf und Krefeld. Hier mitten in der Fußgängerzone zu singen, ist für sie ungewohnt. Die Zuschauer reden, Kinder rennen rum oder schreien. Irgendwie scheinen aber trotzdem alle vier ihren Spaß zu haben. Nee, die schreienden Kinder, das ist, erfreut uns eigentlich. Das zeigt, dass auch Familien mit Kindern mal Zugang zur Oper finden oder die sonst nicht die Möglichkeit haben, in die Oper zu gehen aufgrund der Kinder. Das freut uns schon. Es wäre natürlich schön, wenn wir die Jugend auch noch erreichen könnten. Das ist eigentlich das Ziel, auch ein bisschen den Nachwuchs zu ziehen für die Oper. Das ist unser eigenes Anliegen natürlich. Das haben Sie ja gemerkt, ne? Wie die Leute mitgegangen sind, wie die sich gefreut haben. Das mal in so einer Umgebung, wo man es eigentlich nicht gewohnt ist, mal zu sehen und zu hören. Vom Klang her fand ich es auch erstaunlich gut. Also die Häuser haben ja einen guten akustischen Rahmen für uns gegeben. Ich liebe die Rheinoper, ich liebe die Bühne der Rheinoper. Aber es ist immer schön, wenn man Leute zur Oper locken kann, wenn es nur ein oder zwei oder 10 oder 20 Menschen sind. Und ich habe gemerkt, die Leute haben sehr viel Spaß gehabt, haben Freude gehabt. Und vielleicht kommt einer dann in das Opernhaus. Auf jeden Fall haben wir die Leute gut unterhalten und das ist eine schöne Sache. Was sagt uns die Geschichte heute noch? Warum ist das hier richtig, die heute hier zu spielen? Ja, ich meine, danke schön, danke schön. Ja, es ist immer ein Thema, ob man sich für gut oder böse entscheidet. Diese ganze Sache, ob man sich vom Teufel verführen lässt, hat ja damit zu tun, dass man immer im Leben etwas zu bewältigen hat und etwas zu verlieren hat. Und wenn man auf Nummer sicher gehen will und andere hintergehen will, dann ist das so eine Frage, tut man es oder nicht? Und wenn man es genau nimmt, dann geht es in der Oper ja eigentlich um unerlaubtes Doping in einem Schießwettbewerb. Also ein topaktuelles Thema. Die Geschichte hat dann ein interessantes Happy End. Der Prüfungsdruck, der auf dem Jägersburschen lastet, der wird als Grund allen Übels erkannt und abgeschafft. Max kriegt seine Agathe auch ohne Volltreffer. Der Teufel guckt dumm aus der Wäsche. Wenn Sie Lust bekommen haben, morgen ist der Freischütz in Karst, am Sonntag in Neuss und am 28. August in Düsseldorf-Kaiserswerth in der Kaiserpfalz. Ja, kommen Sie auf jeden Fall mal anschauen.